Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon. Wieso gucke ich so behindert? Ich gucke eigentlich ja gar nicht, ne? Ich habe bisher nur auf meine Maus eingestellt, weil ich ein armer Schlucker bin. Wir machen direkt weiter. Ich kann hier auch keine Müdigkeit vorschützen. Wir haben den Orden. Habe ich mich geheilt wahrscheinlich. Jetzt hauen wir ab. Oh nein, da kommt Benny. Ich meine Beasten. Hochseher, du hast den Orden also geschnappt. Wie? Der nächste Orden ist der Arena, dürfte dann wohl ewig genau sein, habe ich recht. Ich war zwar schon auf Route 207, aber ohne Fahrt kommt man da leider nicht weiter. Man konnte ich meinen Pokémon ordentlich trainieren, durch Gelegenheit zum Kämpfen gibt's reichlich. Der Abstecher hat sich also gelohnt. Jetzt gehe ich zurück nach Jubelstadt, der Orden von ewigen Ausstellungen ist auf meiner Liste. Noch 10 Sekunden, bis ich abdüse. 9, 8. Ah, da ist eine Zeit von Countdown. Ja, abgehoben. Ich hätte mir den grauen Orden gegeben. Ah, ich habe hier die Trainer geskippt. Ne, machen wir die jetzt. Ein bisschen Content zum Anfang der Folge ist ja ganz gut, würde ich sagen. Picknickerin Heidi, ey. Let's go. Ich habe jetzt Schnabel. Ich habe keine Angst mehr vor solchen Trotteln. Ich meine Piekser. Was war nicht? Hätte ich nix. Freue mich schon darauf, wenn mein Abrankadabra ist. Erdner? Nee. Erdner akzeptiere ich nicht. Ich akzeptiere keinen Erdner in meinem Dojo. Oh, oh, Anton. 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 Wechseln wir auf Shinxi. Endlich mal ein bisschen Abwechslung. Wir können ja nicht alles mit Abwehrknarre töten. Erstmal Enter ein bisschen bedrohen. Donnerschock. Aha. Easy. Picknickerin Heidi war mir unterlegen. Geistig sowie physisch, mental. Ja, jetzt endlich Zertrümmerer einsetzen, ne? Das ist schön. Ich stehe auf Zertrümmerer. Oh ja. Kämpfer Ole. Jetzt ein Shinox sein. Habe ich vor Shinox Angst? Ja, guck, genau das weg. Eine Aquaknarre in sein Gesicht und... Ja. Ist halt ein Loser. Einmal Loser, immer Loser. Kämpfer Ole. Eingeklatscht. Was gab's hier unten nochmal? Hä? Wieso kam ein Bediener zur Trümmerer? Hä? Habt ihr ihm das nicht beigebracht? Hä? Ja, noch gar kein Zertrümmerer, das wurde einfach random ausgewählt. Ist keine neue Höhle, ne? Mach ich das jetzt wegen dem TM hier? Ja, am Ende ist ja ein TM, ne? Ja, schon. Frag mich, wieso Sven denn die ganze Arbeit hier erledigen muss. Mein Verblitz gemacht. Nach Steine zertrümmern ist mein Hobby. Was ist da denn? Fahrradfahrer, was will der hier unten? Lass mich durch, okay? Aber erstmal kämpfe ich dich. Hier komme ich nur weiter mit dem Fahrrad. Ich will wieder gehen. Oh, hier keine Puppen mehr. Naja,
eine Band. Super. Immer noch in der Schale gut. Aber Level 10 ist gutes Training. Ach nee, nicht so verschallt. Mach doch nicht das. Mach das nicht so ein. Mach doch keinen Superschall. Infrarotwelle. Easy. Städte mit Wasser sind cool. So, das kaputt machen. Es ist halt echt praktisch, dass ich das letzte Mal Diamond and Pearl vor 2 Jahren gezockt habe oder so. Aber auch nur bis nach der Stadt, weil das war dann zu schwer für die. Einfach nicht mehr weitergemacht. Ne? Ich erinnere mich noch dran an eine gute alte, ultra schwere Edition. Die richtig schwer war. Gebe Klaps. Ich mache nie wieder Klaps. Ich mache nur noch Aquaknarre. Erdbeerknarre. Ich hätte gern Starralili gehabt, aber man gönnt mir ja nicht. Wieso gibt es eigentlich nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel sage Sad, dass mein Charakter dann Sad guckt? Ich könnte auch mit Kamera machen, ja, aber das ist ein bisschen zu schwierig. Und ich weiß nicht, wo die ist, ich habe mir einen bestellt und die ist weg. Weil irgendwie mal alles verschwendet hier in diesem Haus. Ich habe mich besiegt. Muss hier durch, ganz dringend. Vielleicht kommt hier Team Galactic zum ersten Mal. Kann ich jetzt eigentlich? Das steht immer noch da, ne? Jubelstadt TV. Arsch. Immer weg jetzt. Ich würde gerne das TV rein. Ich würde gerne das TV-Gebäude. Aber ich kann hier zum GLS jetzt. Was eh noch nicht aktiviert, ne? Hä, wie sieht der denn aus? Egal, hab jetzt Notizblock-App. Gib mir mehr. Ich brauche mehr Apps. Ich brauche nicht nur eine Notizblock-App. Gib mir mehr Apps. Hallo, alter Mann. Ich brauche mehr Apps. Ich benutze das Chronometer gerade. Ich laufe viel. Mehr Apps. Stell dir vor, ich würde mehr Apps haben. Mann. Enter. Der Verleim ist leer. Ich möchte aber Fäkalien von anderen Leuten haben. Ich fand das Fenster sehr detailreich mit dem Öffnungsding. Wie nennt man das? Aufmachgerät? Türklinke. Fensterklinke? Wie nennt man das beim Fenster? Henkel? Ich weiß gerade echt nicht, wie man das beim Fenster nennt. Hm. Wir verkloppen jetzt erstmal Team Galactic. Ashia, da kommst du gerufen. Diese zwielichtigen Gestalten hier geben einen richtig ab. Sei so gut und bring ihnen mal ein paar Banieren bei. Mensch, Herr Professor, warum machen Sie uns das Leben so schwer? Wir sind uns reichlich geschäftlich, für uns ist es ganz einfach. Sie geben uns Ihre Forschungsergebnisse im Gegenzug sorgen wir dafür, dass Ihre Assistenten nichts geschieht. Ja, komm, wir beide knöpfen sie jetzt mal vor. Das mach ich gerne. Das ist ein Doppelkampf. Oh, Galaktik-Dingens ist richtig gut. Fällt mir. Ba-ba-da, ba-ba-da. Und jetzt geht's ab. Ein Baumpel sehe ich zum ersten Mal, hä? Hallo? Das war mein Target. What the fuck? Abgehoben. Komplett abgehoben. Natürlich mache ich mit Peaks ja nicht so viel Schaden. Natürlich geht er mit Absorber auf mich. Das ist schon frech.
Vielleicht auch auf einer Wald auf falschen Platz. Jo. Ich meine, wir sind... Hey, das ist eigentlich voll gut. Kann er nicht mehr so Sachen wie Superschall einsetzen. Also er hätte nicht mehr einsetzen können, weil er ist ja tot. Ich glaube, wir haben jetzt eine Entwicklung. Das heißt, ich muss den Part wieder bearbeiten. Oh, nee. Ich dachte, ich könnte ihn mal so hochladen. Ohne Rendern. Bin immer ein Fan von Parts hochladen ohne Rendern. Und die haben mir richtig viel Cash gegeben. Ich stehe auf Cash. Na nu, Pinguin entwickelt sich. Oh yeah. Mach doch hin. Hey, Blipprin. War das jetzt Aquadüse? Wann fließ ich ja kann? Metallklaue, danke. Ist das schon Metall? Nee, ist noch Wasser. Ja ey, tschüss Klaps. Wir haben Pixel, das ist schwächer als Klaps und Pokémon zu schwächen, perfekt. Können uns auch easy Gesteins-Pokémon wegballern, obwohl wir es auch mit Wasser können. Hab ich ja wieder nichts gekonnt, ne? Ah. Wer ist das? Ach, die Arena-Leiterin, ne? Wer war das denn gerade? Du bist ja krass drauf. Diese Typen sahen echt gefährlich aus, aber gegen dich hat sie keine nicht die geringste Chance. Du bist echt ein Stein vom Herzen gefallen. Sorry, ich hab mich ja noch gar nicht vorgestellt. Ich heiße Lana und komme mich um Herzhofen und die Verwaltung der PC. So, infiziert du sie. Als Dank dafür, dass du den Trottel besiegt hast, werde ich dafür sorgen, dass du so gut wie überall auf deinen Pokémon-Boxen zugreifen kannst. Außerdem würde ich gerne deinen Ballkapseln schenken. Danke. Die Ballkapseln. Wenn du dir gerät, den Ballkapseln in deinen Pokémon deinen Lieblings-Pokémon so wird dabei tolle Effekte. Außerdem erhält sich die Siegeschance bei Super-Wettbewerbs-Show in Herzhofen. Sticker von. An dieser Stelle werde ich auch mal fleißig Sticker sammeln, in diesem Sinne, Jizzy. Ja, okay. Da hat meine Stimme versagt. Natürlich. Als ich das erste Mal hier war, kam hier gar nichts. Jetzt kommt ja einfach eine Svenja in der Wälder. Ich fertig. Wir wollten mal Metallklaue ausprobieren, habt ihr gesagt. Slash. So. Jetzt können wir aber auch hier lang. Hier gibt's Barschwa. Und man surft. Mann! Ich geh hier durch. Doch eine Felsgrabe. Und in der Höhle auf einem Spot war früher nur ein Barschwa zu kriegen. Ich hätte gern Barschwa. Aber ich habe in dieser Felshöhle ja schon Pokémon gefangen und die namens Zubat. Gleich in der Dingensstadt. Oh, ich kam nicht vorbei. Freue mich dann auf den Moment, wo mein Pokémon stirbt. Ja, egal. Schnabel und das Ding ist gegessen. Jetzt muss ich tatsächlich mal die Schnabel suchen. Kann ich auch sortieren? Ich hätte Schnabel nämlich ganz oben gern. Ah, ne, als ob ich vergiftet bin. Aber scheinbar ist das ja egal, wenn der Gen dann keinen Schaden mehr kriegt von außerhalb. Ist mir egal, ne? Aber ich meine. Happy Face. Hör mal den Mund auf. Mund zu. Der braucht schon Staralini. Ist das eine neue Route? Hab nicht aufgepasst. Musste mal auf der Map nachgucken, ob das dieselbe Route ist hier unten. Aber ich denke schon, ne? Ja, ich meine, das wäre dieselbe Route. Wenn nicht, muss ich die Route halt auch noch skippen. Ah, bin ich jetzt an dem vorbeigelaufen? Mach ich Doppelkampf? Ja, ich denke schon.
die schüchternen Zwillinge. Seid ihr wegzuklatschen. Ah, Pachirisu. Da habe ich ja zwei falsche Pokémon ausgewählt. Der Wagner sollte trotzdem richten. Manchmal muss man ein bisschen Risiko gehen. Habe ich vielleicht ein anderes Pokémon, was hier besser behilflich sein kann, wenn du Teleport sein willst? Der Kleinstein natürlich. Hätte ich mal ein Gesteins-Pokémon? Aua. Hallo, tut sie oder was? Wo Elektroattacken? Ist das sogar ein Crit? Gift sieht mir mehr als die. Dann mache ich so. Walze auf den anderen. Ah, coole Augen. Anime Eyes. Ich hoffe, die Kämpfe werden irgendwann mal noch mal wieder ein bisschen anspruchsvoller. Wir sind auch gerade erst am Anfang vom Spiel. Die eine war immer schwer, im Kraftwerk. Die mit dem Puyo Agri. Der hätte einen Igel vorher einsetzen sollen, dann wäre die Attacke stärker. Das habe ich, glaube ich, schon mal erklärt. Für die, die es nicht wussten. Wenn man einen Igler einsetzt, bevor man Walzer einsetzt, dann macht Walzer einen doppelten Schaden. Immer gut zu wissen. Oh, der macht Randale. Oh nein, ich habe meine Maus im Bild, hoffentlich hat man die nicht gesehen. Warte, nein, das macht gar keinen Sinn, die sieht man gar nicht. Der Kugelsaat hat auch eine starke Attacke. Warte mal, hier ist ein Schild für Route 204. Ich habe auf Route 204. Habe ich auf Route 204 gefangen? Nichts, das habe ich getötet. Ey, wie entspannt die Musik hier ist. Hey, da ist ja die Frau von Dingens, das ist einfach nur dasselbe Sprite. Wenn es die Frau wäre, wäre richtig witzig. Natürlich gehen wir wieder, wie es sich gehört, in jedes Haus rein. Weil wir wollen ja Sachen abgreifen. Kann ja sein, das ist zwar ein Rework, aber das heißt noch lange nicht, dass die alles 1:1 nachgestellt haben. Die blockieren immer noch den Weg oder kannst du ihn auch noch herausfordern? Ich kann mich daran leider nicht mehr erinnern, was zu erstellen. Okay, ich muss erst das Kraftwerk machen scheinbar. Oder Blumenladen oder was weiß ich. Das weiß ich gar nicht mehr so genau, was ich hier machen muss. Endlich habe ich einen Endron-Kana. Traum ist wahr geworden. Ey, danke für die Beere, ey. Dieser Blumenshop ist einfach nett. Warte mal, Beeren gegen Sticker? Boah, krass. Merke ich mir auf jeden Fall. Ich komme darauf zurück. Hallo, was machst du hier? Claudi. Hä? Selber zaubern einfach. Ja, ich pflanze die wieder ein, die Vibri-Beere. Viele Beeren, meine Lieblingsbeeren, 30 KP. Eigentlich. Oder sind es nur noch 20? 10. Ist ja wenig geworden. Macht aber Sinn. Ja, soll ich gießen? Nee, ich gieße nicht. Bam, 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 bam. Netzball!
Nummer 5 mit dem Bus. Eigentlich mein Vorbesteller-Bonus. Oh. Nicht, dass ich jemals Tränke gebrauchen werde, aber... Na, man nimmt mit, was man mitnimmt. Das war schon wieder mit der Stadt, ne? Da muss ich jetzt immer Bären fliegen. Bären fliegen dauert übel lange. Aber ich würde sagen, das ist eigentlich ein guter Zeitpunkt, um den Part zu beenden. Es sind halt 220 Minuten. Aber ich bin ja hier immer pünktlich dabei, ne? So. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Diesmal stelle ich mich hier so hin. Bevor die 245 und dann später wieder ins Pokémon fahren. Wir stellen uns hinter dieses Mädchen hier, weil wir richtige Creeps sind. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Gucken. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn es heißt, Daumen hoch, abonnieren, Glocke klicken, Twitch, Twitter, Follow, schlaf gut, gute Nacht.